Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und jawohl Leute, ich bin auf jeden Fall am Montag live on, auf jeden Fall, ja genau 16 Uhr, seid gerne mit am Start. Es wird eine wilde Sache, wir werden wieder viele Packs öffnen können, wie gestern Leute. Gestern war ja auch absolut wild, nochmal vielen, vielen Dank für euren krassen Support gestern im Livestream. Es war richtig, richtig nice mit euch nochmal so zu streamen. Und ja Leute, wir haben es gerade 0.06 Uhr, ich komme gerade eben aus dem Kino, ich habe gerade noch James Bond geguckt, keine Zeit zu sterben, ich bin noch in einer ganz anderen Welt, aber Leute, trotzdem, Video muss sein, ganz, ganz klare Sache, Leute, und dafür gehen wir jetzt rein hier, wir gehen rein ins ultimative Erinnerungen Retro Stars Event, da kann ich euch direkt mal zeigen, hier Wochenmitte, ich will es euch eigentlich lieber nicht zeigen, ja, das ist schlimm, es ist schlimm, ich habe dermaßen oft verloren, es ist schrecklich eigentlich, dass ich nur noch 5 Leben habe und nur 70 Punkte. Ich probiere irgendwie noch Alexander Arnold zu bekommen, aber es wird ganz, ganz schwierig, auch weil EA mir gönnt und mir keine Werbung gibt. Ganz schwierig, Leute. Ganz, ganz schwierig, hier irgendwas zu reißen. Ich probiere mein Bestes, aber das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Ein Alexander Arnold wäre so geil, so super eigentlich, aber ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Genau, wir können mal kurz gucken. Rad City kann ich euch mal zeigen, was ich noch gezogen habe. Ich habe nämlich was ganz Gutes eigentlich so dabei gehabt. Und let's go, Leute. Da ist es hier nämlich nochmal gezeigt, ja. Ein Sorescu. Ein Sorescu aus Rumänien. War kein gutes Omen. Deutschland nur 2:1 gewonnen. Habe ich jetzt auch erst gerade eben mitbekommen. Also, war wohl doch so, hat sich leicht angedeutet vielleicht dadurch. Huch, man weiß es nicht so. Kaugummi-Automat haben wir jetzt auch was Neues. Was haben wir eigentlich jetzt diesmal? Ich habe noch 1400 Punkte da. Wir haben einen 100er Kasri. Brauche ich nicht. Brauche ich auf jeden Fall nicht. Ja, und das heißt, ich werde wieder warten, weil ich denke mal, ich glaube, morgen oder übermorgen gibt es dann auch wieder 1250 Arcade-Token und die will ich natürlich bekommen. Ist ja eine ganz klare Sache. Und dafür spare ich jetzt auch wieder ein bisschen. Ist ja, ja, das wäre so geil, die wieder zu bekommen. 1250, damit könnte ich so viel machen, Leute. Es wäre so geil, einfach die wieder zu ziehen. Aber ich denke mal, wenn EA einmal gönnt, gönnen sie auch ein zweites Mal. Das ist natürlich dann die Frage. Genau, so, ich kann auch schnell hier mal noch ein Skillspiel machen. Das darf ich nicht vergessen, weil sonst wäre das jetzt nicht so geil. Ich möchte ja wieder die 100 Arcade-Token abholen. Ist ja auch ganz nice hier für den nächsten Livestream. Komm schon, jawohl, zack. Und den nochmal ganz außen. Ah, okay, auch nicht gut. Und dann diesmal jetzt, zack, der geht rein. Der geht mitten rein. In die Spielermauer, wie auch immer man das nennt, ich weiß es nicht. So, das heißt, wir haben jetzt noch 200 Retro-Punkte. Wie schon gesagt, Leute, ich spare alles. Ich spare alles auf den Livestream. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich kann euch nämlich auch zeigen bei Rad City heißt es, glaube ich. Da ist es nämlich so, dass wir im nächsten Livestream, also am Montag, wenn alles klappt, hier sogar 2,94 Plus-Spiele abholen können. Absolut geil. Da bin ich mal gespannt, ob EA ein bisschen was gönnen könnte. Weil es wäre eigentlich an der Zeit oder war ein bisschen angebracht, da mal ein bisschen was rausspringen zu lassen. Ich habe derzeit 14.000 Punkte ausgegeben, also sieht ganz gut aus, Henderson abzuholen, den will ich ja in mein Team reinhauen. Dann wäre das eigentlich eine ganz wilde Sache, wenn ich dann auch noch natürlich einen Trenti habe, einen Trenti Alexander Arnold, das wäre sehr, sehr geil. Die würden einfach perfekt linked haben. Und ja, Leute, vorher möchte ich aber noch, natürlich noch zeigen, ich hatte nochmal einblenden, ich hatte absolutes Packluck. Ich hatte wirklich gutes Packluck. In einem, ja, ersten Pack, im garantierten Pack, direkt erstes Pack. Und ja, und ein Voice Crack war auch mit dabei. Ein Voice Crack, kann man schon so sagen, war auch mit dabei. Das heißt, Leute, ich blende euch das Ganze einfach mal hier ein. Das heißt, wir haben jetzt ein garantiertes Pack, Leute. Wir haben ein garantiertes Pack. Ihr habt gerade gesehen, Musiala Song ist auch da von Bums. Finde ich auch geil. Der ist auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Und das heißt, Leute, jetzt mit hinschauen. Wir machen jetzt immer einen Wechsel mit hinschauen, mit Chatpack, hinschauen, Chatpack, dies, das. Ihr kennt das Ganze und ich guck hin, Leute. Ich guck hin im garantierten. Ich rühre drauf in 3, 2, 1. Gönn! Ohne Pfeife, gönn hin! Gönn! Kaspar Schmeichel! Let's go! Let's go! Erstes Pack 106er! Erstes Pack 106er! Let's go! Moin, Free-to-Play Power! Moin! Let's go! Erstes Pack 106er! Let's go! Let's go, Leute! Bam!
wichtig. Voice Crack des Todes. Ja, ja. Da ist mal wieder die Stimme mit mir durchgegangen. Jawohl, Leute, ihr habt es gesehen. Ich kann es jetzt auch mal so zeigen, was ich noch gezogen habe. Leider sonst nichts anderes Wildes. Kaspar Schmeichel war der Beste, den wir gezogen haben. Ja, der Rest ist okay. Ich hoffe natürlich, ich habe noch, wie viel Punkte? Ich habe noch 2 Packs bis zum Garantierten. Ich hoffe, ich kann noch irgendwie Boo wegziehen. Dann natürlich, Leute, ihr, ob ich das schaffe oder nicht, werdet ihr alles am Montag im Livestream erfahren. Seid gerne mit dabei. Genau, so sieht's aus. Und ich bin jetzt hier auch bei Episch. Ich habe schon 3500 rausgehauen. Das ist schon echt ziemlich viel. Sind sogar genau, sind 3500. Das heißt, es wird sogar bald Bernardo Silva geben. Es wird sogar bald Bernardo Silva geben. Also auch sehr, sehr nice. Ich dachte eigentlich, der wäre nicht ganz Free-to-Play, aber es scheint sogar Free-to-Play irgendwie zu sein. Das Event geht noch 13 Tage, 2 Wochen ungefähr. Das wird also auf jeden Fall, denke ich mal, klappen. Das ist schön, auch wenn ich ihn halt nicht gebrauchen kann. Ist es mal eine ganz gute Abwechslung eigentlich so, mal einen anderen Spieler mitzubekommen. Ihr seht auch, ich habe 7 Millionen Leute. Das heißt, ich kann nämlich auch, ich brauche auf jeden Fall ziemlich viel für einen Rangtransfer. Wenn ich Alexander Arnold nicht so bekommen sollte und ich ihn mir kaufen muss, brauche ich erstens Münzen, um ihn zu kaufen, und zweitens hat er Münzen für seinen absolut heftigen Rangtransfer. Genau, weil ich glaube, mein jetziger RV hat, glaube ich, Kufal hat, ich glaube, 12 Ränge. Das kostet 5,5 Millionen oder so. Das ist schon ziemlich heftig. Also, Mendy ist noch ein bisschen was wert, den kann ich noch verkaufen. De Ligt ist auch noch ein bisschen was wert, den will ich auch noch verkaufen. Da ist noch ein bisschen was hier auf meiner Bank. Musiala ist auch noch was wert. Genau, also sogar noch ein bisschen was. Ja, ich dachte, das ist ein bisschen weniger wert. Schmeichel brauche ich eigentlich gar nicht nachschauen, aber doch. Brauche ich doch irgendwie nachschauen. 2 Millionen, stimmt das? Als ob der noch 2 Millionen wert ist. Aber vielleicht, was meint ihr, verkaufen oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht so ganz. Mal schauen. Sonst Brooks habe ich noch hier, diese ganzen Landesheldenspieler. Ich habe jetzt so viel noch am Start, Leute. Ich muss die alle verkaufen. Das ist eigentlich wichtig, hier die mal zu verkaufen. Die werden sonst so alle noch weiter sinken. Ich habe hier noch so viele Spieler, Leute. Ich habe, glaube ich, über 100 Spieler. Ja, mal gucken. Mal gucken. Und wenn sich's mal anbietet, werde ich die alle verkaufen. Wenn nicht, dann eben nicht. Genau, so sieht's aus, Leute. Und, ach stimmt, hier, Retropass, das darf ich nicht vergessen. Da will ich mir nämlich noch, Arcade-Token, sehr nett. Sehr, sehr nett, EA. 300 Stück, sehr nice. Das heißt, hier schon mal für, ein bisschen vorgesorgt für den Montag. Das wird wild, Leute. Das wird auf jeden Fall wild. Habe ich hier noch was am Start? Nee, außer Anfragen, nichts Neues. Das heißt, Leute, wir sehen uns, denke ich, dann mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.